Hallo, mein Name ist Ela und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, ich mache eine neue Reihe, die ich vorwiegend als Short hochladen möchte. Und zwar soll die heißen Alexa hat gewählt. Ich habe ja hier hinten da vor dieser Lampe, habe ich meine Alexa stehen. Und ich habe es eigentlich so die letzten Monate immer schon gemacht, dass ich mir meine Lidschatten von Alexa habe wählen lassen. Ich habe auf meinem Handy eine App, Tiny Destination, meine nicht heißt die. Und ich habe meine ganze Kosmetik in einer Excel-Tabelle unterteilt und lasse dann zum Beispiel bei dieser Tiny Destination habe ich dann zum Beispiel meine Lidschatten, die habe ich in große Paletten, in kleine Paletten, in Neuner Paletten, in Vierer Paletten, in Duos und Monos sowie in Flüssig und Sticks aufgeteilt. Wo ich dann bei dieser Tiny Destination, das ist sowieso ein Glücksrad quasi, mir dann eine Kategorie auswähle. Und dann gucke ich in meine Excel-Tabelle, wie viele habe ich überhaupt und frage dann Alexa nach einer Zahl zwischen 2 und, keine Ahnung, 30, 20. Irgendwie so. Und der spuckt mir dann eine Nummer aus und ich gucke dann in meiner Tabelle, welcher Lidschatten ist das, nehme mir den raus und schminke mich da ein paar Mal mit. Das gleiche mache ich mit Bronzer, Highlighter und Blush. Ja. Und dieser Augenlook, der da jetzt entstanden ist, genauso wie Blush, Bronzer und Highlighter, habe ich jetzt schon einmal abgefilmt. Und da hatte mir jetzt Alexa beim letzten Mal diese Essence The Brow Edition rausgewählt. Die habe ich auch schon ein paar Jahre, die ist auch schon mal gut in Verwendung gewesen. Das ist so eine Palette, die nehme ich immer gerne mit in Urlaub, weil wenn die mir kaputt geht oder keine Ahnung, wenn ich die vergesse, verliere oder ja, wie auch immer, ist das nicht so tragisch. Und mit der ist jetzt zum Beispiel dieser Augenlook entstanden. Ja, das ist eine schöne Alltagspalette. Ja, genau. Jetzt leider ist mal keine gekommen, die ich vielleicht noch nicht getestet habe. Und da ist diese. Beim nächsten Mal wird es eine andere sein. Na, wie gesagt, ich mache das alle paar Wochen mal irgendwie einmal. Lasse meine Sachen wählen. Da habe ich dann auch mir einen Bronzer wählen lassen. Das ist jetzt hier der Huda Beauty in der Mini-Variante. Ne? So sieht die Farbe einmal aus. Ne, ist dann auch auf dem Gesicht gelandet. Jetzt sind die Lichtverhältnisse nicht ganz so gut und ich filme mit dem Handy. Ja, ist drauf gelandet. Dann habe ich den Blush hier von Catrice, von der Airbrush Glow in der Farbe 010 Coral Sky. Ich kriege schon wieder einen Kratzen im Hals. So sieht der aus. Ich habe erst gedacht, oh, der ist mir bestimmt ein bisschen zu glowy, weil ja auch Blush Glow er sich schimpft, aber nee, es geht. Ich hatte letztens irgendwann noch mal von der Blushbox einen von Catrice aussortiert. Der hatte ein bisschen mehr Glow. Der ist in Ordnung. Ich lasse das noch mal auf. Ich habe da so ein bisschen reingeschwitzt mit meinen warmen Händen. Und ein Highlighter habe ich mir auch rausgesucht. Das ist schon so ein richtig schönes altes Schätzchen und zwar noch von I Love Makeup. Ne, der Mermaid's Heart Highlighter. Muss ein bisschen vorsichtig sein, weil das Herz ist ja drin locker, ne? Und den habe ich einmal komplett gemischt und mir dann hier einmal aufgegeben. Ja, ich habe erst noch gedacht, boah, das könnte ein bisschen zu kühl werden, aber anscheinend war ich doch ein bisschen mehr in den warmen Farben. Und in meinen Inner Corner habe ich mir noch mal die goldene Farbe mit aufgegeben. Ich hatte da zwar schon aus der Palette einen Inner Corner mir aufgegeben oder in den Inner Corner aufgegeben, habe aber dann hier mit dem Gold noch mal ein bisschen drüber getoppt und ja, ist noch mal ein bisschen mehr zum Leuchten gebracht. Ja, und die anderen Farben, die kann man auch super gut auf dem Lid tragen. Ich kann
kann ja noch mal ein bisschen swatchen. Oh, fangen wir mal da. So. So, das sind jetzt die ersten Farben. Und jetzt gehe ich noch mal mit meiner anderen Hand in das Grün noch mal rein. Ja, und so sieht das. Sieht jetzt ein bisschen bläulich aus, aber ich war in dem Grün. Gehe noch mal rein. Vielleicht ist da noch ein bisschen mehr. Nee, der sieht auch so aus, ne? Also, das sind die Farben von den Highlighter. Genau. So, und ich hoffe, man konnte jetzt verstehen, wie ich das meine mit Alexa und mit meiner App. Ja, wie gesagt, ich habe meine Kosmetik alle in einer Excel-Tabelle und dann unterteilt zwischen ja, Blush und so weiter und so weiter. Und frage Alexa dann immer nach den Zahlen. Ich gucke dann immer da rein, wie viel habe ich wovon vorrätig. Und ich soll mir dann eine Zahl nennen. Und so mische ich dann da ein bisschen durch. Weil sonst, man bleibt ja doch irgendwie immer bei einem und demselben. Immer bei seinen Lieblingssachen. Und ja, und die anderen Sachen bleiben dann in der Schublade im Schrank. Oder wo auch immer man die Sachen so aufbewahrt liegen. Und ja, damit ich da so ein bisschen, mal so ein bisschen so durchkomme. Einfach mal. Habe ich das so für mich gemacht. Kratzenmals. Ein Moment. Bin wieder da. Und würde mich dann auch jetzt direkt schon verabschieden. Ja, sollte dir mein Video gefallen haben, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.